Gut Kick, Freunde. Samstag 15:30 geht es ins Topspiel gegen Frankfurt. Das wird ein wildes Spiel. Somit nicht, ich möchte nicht sagen die Vorentscheidung um die Champions League, aber auf jeden Fall die Mannschaft, die dort gewinnt, hat schon mal einen Platz in der ersten Reihe, wenn es um die Ja. Champions League geht. Also, Ja, obwohl beide jetzt schon ziemlich gut dastehen. Vor ja. allem, weil Frankfurt ja im letzten Spiel gegen Dortmund gewonnen hat. Richtig, auf das wir auch gleich Das, nochmal zu ja. sprechen kommen. Und man sieht einfach, wir sind 11 Punkte zum Beispiel entfernt von Dortmund und es sind nur noch 21 Punkte zu Vergeben. vergeben. Und ja, da 11 Punkte aufzuholen, ist schon ziemlich schwer. Wird schon schwierig, aber wie gesagt, jetzt geht's gegen Frankfurt mit 3 Punkten. Wären wir bei 57 Punkten, Frankfurt immer noch bei 50, da hätten wir einen Vorsprung von 7 Punkten auf den Viertplatzierten. Und dann, glaube ich, lassen wir uns das nicht mehr nehmen. Das ist auch das Beste, was, also mit das Beste, was Deutschland momentan zu bieten hat. Wolfsburg gegen Frankfurt. Ja, Zwei fußballerisch her. starke Mannschaften, die gegeneinander spielen. Überraschungen sind. Aber auch in der Rückrunde ist Bayern die Beste mit Wolfsburg punktgleich. Und ich glaube, dann kommt schon Frankfurt. Das kann gut sein. Ja, also, das wird ein interessantes Spiel. Ich weiß nicht genau, wie ich das erwarten soll. Ob es eher taktisch geprägt wird, abwartend, oder ob es offensiv geballten, André Silva bei Frankfurt, Wout Weghorst bei uns. Ich glaube, die werden eher ein bisschen ruhiger, so eher Abwarten, ja. mehr abtasten. Auch jetzt Frankfurt gegen Dortmund hatte ich gesehen, dass Dortmund auch viel mehr Ballbesitz hat, was typisch ist für sie, aber Frankfurt halt wahrscheinlich auch eher abwartend war. 42% Frankfurt. Und ja, keiner muss jetzt hier volle Offensive gehen, weil für beide ist es perfekt, wie es momentan steht. Es ist nahezu perfekt. Und warum sollte man da jetzt Harakiri spielen? Ja, ich erwarte auch eher ein ruhigeres Spiel, zumindest zu Anfang. Ich glaube, wenn das erste Tor fällt, dann wird es kippen in die eine oder in die andere Richtung. Also das erste Tor ist hier, glaube ich, enorm entscheidend. Ein frühes Tor würde, glaube ich, bedeuten, dass es ein Spiel wird, was ein ziemlich hohes Ergebnis hat. Ob jetzt für eine Mannschaft hoch oder insgesamt hoch, ist dann die Frage. Würde ich mir wünschen. So ein schönes 5-4 oder sowas könnte ich mir gut vorstellen. Zu den Ja. Tipps kommen wir aber auch gleich nochmal, wenn wir dann euch die Aufstellung nochmal in Close-Up zeigen. Ja, Dortmund-Frankfurt. Frankfurt mit 2-1 gewonnen. Wichtige 3 Punkte geholt. Aufs Spiel nochmal ganz kurz zurückgeschaut. Frankfurt, ja, Dortmund war, also Dortmund war einfach nicht so gut. Frankfurt war besser. Ja, Ja, also ich habe das Spiel jetzt nicht komplett ich auch verfolgt, nicht. deswegen weiß ich nicht, wie es direkt aussah, aber Frankfurt hatte für mich jetzt den Anschein, dass sie klarere Chancen hatten, deswegen haben sie auch 2 Tore geschossen. Und bei Dortmund ging es einfach über Haaland. Und wenn Haaland halt kein Ding macht, dann wird's schwierig. Bei Frankfurt ist halt das Wichtige, dass man auf Kostic achtet und auf Silva. Ja. Und das hat man ja auch schon im Hinspiel so gemacht, dass man mit Baku und Mbabu zusammen die auf Kostic aufpassen sollten und Silva muss dann halt auf dann muss halt einen Pups in der Mitte dann mal nicht unter Ball drunter durchspringen. Sondern einfach mal fokussiert bleiben. Hinspiel konnten wir mit 2:1 gewinnen. Tore, das 0:1 durch Dost. Durch einen Foul-Elfmeter in der 60. Das 1:1 dann durch Weghorst, durch einen Handelfmeter in der 76. Und nochmal Weghorst gegen Ende in der 88. Minute zum 2:1 Endstand getroffen. Da hat Weghorst noch Elfmeter getroffen. Mittlerweile nicht mehr. Aber wir glauben an ihn. Ja, Oder glauben wir? Wir glaube. glauben. Der macht 3 Elfmeter-Tore. Ja, obwohl bei meinem Tipp, auch bei Ja, deinem bei Tipp, mir ja, aber geht das trotzdem. überhaupt nicht auf. Aber schauen wir gleich nochmal drauf. Wollen wir direkt zur Aufstellung übergehen? Können wir Wenn wir machen. hierzu nichts mehr zu sagen haben. Wir können direkt zur Aufstellung gehen, würde ich sagen. Sehr gut, dann sehen wir uns gleich bei der Aufstellung wieder. So, Freunde, ich bin jetzt mal kurz abgetaucht hier hinten hinter der Tafel. Leon wollte euch jetzt mal ganz kurz was zu unserer geplanten Aufstellung verraten, weil ich hier hinten hab nicht so den Überblick darüber. Ja, Erzähl uns was. ganz einfach gesagt, es ist dieselbe wie im letzten Spiel. Also wir haben mit Castells braucht man nichts ändern. Dann Roussillon, der hat ganz gut gemacht, ist langsam reingekommen. Dann Puigcercaa, warum will man da jetzt unnötig wieder was wechseln? Auch im Mbabu rechts, auch wenn die ganze Verteidigung eher geschwächelt hat gegen Köln, aber gegen schwächere Mannschaften schwächelt man immer irgendwie. Dann Arnold Schlager Doppel-6.
beste Doppel-Sechs der Liga, also mit die beste auf jeden Fall. Warum sollte man da was ändern? Dann Gerhard auf der 10 ist laufstark, macht halt immer wieder was. Obwohl ich tatsächlich sagen muss, ich würde lieber Philipp da sehen. Ja. Weil der einfach nochmal technisch ein bisschen begabter ist. Und vielleicht, der hat sich ja gegen Köln, als er eingewechselt wurde, nicht schlecht angestellt. Hat das gut gemacht. Ist ja auch mit beteiligt gewesen. Ja. Wäre er nicht umgerannt worden, dann wäre das Tor nicht gefallen. Richtig. Und ja, Brekalo hat ein Tor gemacht. Gibt jetzt auch keinen Grund, ihn runterzunehmen. Steffen ist ja immer noch verletzt. Ist ja auch fraglich, ob er überhaupt noch in dieser Saison zurückkommen kann. Ich glaube schon dran. Ja. Der alten Messi. Zumindest gegen Ende. So die letzten 3-4 Spiele kann ich mir. Ja. Ist vielleicht. Auch für die EM will er ja auch dabei sein. Ja. Dafür gönne ich es ihm. Baku rechts auch. Die, wie auch schon eben angesprochen, die haben es im Hinspiel schon gut gemacht, wie sie Kostic zusammen aus dem Spiel genommen haben. Deswegen, warum sollte man es jetzt nicht wieder probieren? Und Weghorst hat es exzellent gemacht. Ja. Ja, wenn er kein Tor macht, dann macht er zur Not eine Vorlage oder läuft einfach. Absolut Weltklasse. Ja, und gegen Frankfurt macht er dann halt auch Tore. Weil, wie auch hier, die Tipps, genau, die kurz zu den sollte Tipps man sehen. Da sagst du ja all zwei. Ich sag 1-2, ich denke mal, André Silva schenkt uns einen ein, weil André Silva ist schon bärenstark und vor allem auch kostet, ich glaube, 90 Minuten kann man hier nicht aus dem Spiel nehmen. Aber dennoch glaube ich, dass durch einen geschlossenen Auftritt der Mannschaft, durch Vekos, durch Baku, durch die Offensivkraft, durch das stabile Mittelfeld, denke ich mal, dass wir es trotzdem für uns entscheiden werden. Und ich wollte auch nicht zu hoch gehen, weil ich sehe Frankfurt ziemlich stark. Deswegen bei mir ein 2-1 geworden. Ja, ich habe hier 0-1 getippt. Das ist halt einfach, ich glaube, diesmal werden alle wieder alles geben und verteidigen, dass wirklich gar kein Tor fällt. Und das werden sie auch schaffen. Dann macht halt irgendwie wieder im Wegkurs ein Stolpertor zur Not. Oder wuchtet den einfach rein. Kopfballtor. Zur Not macht auch Pucks. Elfmeter vielleicht. Ja, Elfmeter. Und insgesamt gegen Frankfurt sehen wir auch eigentlich immer gut aus, hatte ich das Gefühl. Also Frankfurt liegt uns anscheinend. Denke ich auch. Gut, ich glaube, zur Aufstellung gibt es dann nichts mehr dazu zu sagen. Dann sehen wir uns gleich nochmal gegen Ende des Videos wieder, wenn wir einen kurzen Schnitt gesetzt haben. Bis gleich. Gut, Freunde, dann war es das mit unserer Aufstellung. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von der haltet, wen ihr austauschen würdet, was eure Tipps für Spiele sind. Ob wir das so belassen sollen oder ob es noch bessere Ideen gibt, wie wir die vielleicht. Ja, vielleicht teilen wir beim nächsten Mal einfach die Aufnahme und dann seht ihr auf der einen Hälfte die geplante Aufstellung und auf der anderen Seite uns. Das war jetzt noch nicht die optimale Lösung, aber daran arbeiten wir auf jeden Fall. Ja. Gut, also Frankfurt 4. 50 Punkte, wir 3. 54 Punkte, Leipzig auch noch in Reichweite. Ja. Holen wir die noch? Da wollte ich noch mal ganz kurz mit dir zu sprechen kommen. Das ist ja das, was Klaassen angekündigt hat. Der will jetzt den zweiten Platz angreifen. Ich finde das gut und ich bin jetzt auch mal ganz frech. Das habe ich schon mehrmals erwähnt, aber noch ist die Meisterschaft nicht entschieden. Jo. Ja, ich weiß, dass man Meister wird, ist sehr, sehr gering. Leipzig hat es aufgegeben, aber Bayern spielt noch hier zweimal in Paris. Mittwoch. Ihr werdet wissen, wie Bayern gespielt hat. Aber sie spielt nicht in Paris, sondern in München gegen Paris. Trotzdem ist erstmal schwer, dann die Kräfte wieder zu sammeln. Und dann, bevor wir gegen sie spielen, spielen sie ja in Paris. Das ist ja dann direkt das nächste Spiel. Also Freunde, wie ihr gerade mitbekommen habt, Leon hat absolut seinen Verstand verloren und denkt noch an die Meisterschaft. Das ist natürlich absoluter... Das sind 10 Punkte. Also eins muss man sagen, wir sind näher an der Meisterschaft, als aus Champions League rauszurutschen. 11 Punkte auf Dortmund. Das ist natürlich absoluter Schwachsinn und komplett Höhengespinst. Ich weiß nicht, was bei Leon im Kopf vorgeht, aber wenn er meint, dann ist das wohl so. Dann holen wir anscheinend die Meisterschaft. Und spielen nächstes Jahr ein Champions League Finale. Dann war es das damit. Ja, und ansonsten. Ich freue mich auf das Spiel. Auf jeden Fall haben wir eine gute Tordifferenz im Vergleich zu Leipzig. Das ist ja auch nochmal wichtig, vielleicht. Wir haben eine Tordifferenz von 24, Leipzig von 26. Ist nicht viel Unterschied. Und wenn wir gegen sie 1-0 gewinnen, wir spielen ja noch gegen sie. Jetzt bleiben alle Ergebnisse gleich und wir gewinnen gegen sie 1-0, sind wir vor ihnen. Ja. Frankfurt mit. Nee. 2-0 müssten wir. 2-0, ja. Frankfurt mit der Tordifferenz von 18, also da wird die Tordifferenz eher nicht entscheidend sein, aber bleibt abzuwarten. Mhm. Ich denke mal, es wird nicht durch die Tordifferenz entschieden. Glaube ich auch nicht. Obwohl es auch mal spannend zu sehen wäre. Und
für Otavio nochmal ein schönes Präsent gewesen wäre. Stimmt, ja. Wenn man durch ein besseres Torverhältnis hier vielleicht den zweiten holt oder sowas, dann wie gesagt, hier nochmal direkte Nachricht an Otavio und an die ganze VfL-Mannschaft. Wir spendieren euch einen Kasten, wenn ihr mit einem Torverhältnis besser in den Champions League rutscht. Oder Meister werdet. Oder Meister werdet. Also, wenn die Tordifferenz am Ende ausschlaggebend ist, schickt uns gerne eine Adresse zu und wir schicken euch eine Kiste vorbei. Ja. Gut, ich freue mich auf das Spiel, Leon. Ja. Wahrscheinlich in einem Livestream, in einer Live-Reaction. Dann schauen wir Perfekt mal, ob wir noch. Zum Topspiel. Dann schauen wir mal, ob wir noch einen Rückblick dazu bringen oder ob wir einfach unsere Stream-Highlights zusammenschneiden und dadurch nochmal ein Highlight-Video und einen Rückblick quasi machen. Das schauen wir noch spontan. Wenn alles klappt, sehen wir uns dann am Samstag, 15 Uhr ungefähr, zum Livestream wieder. Wenn wir das ja alles mit der Technik hinbekommen. Aber davon gehe ich stark aus. Und ansonsten bleibt gesund. Viel Spaß beim Spiel. Hoffentlich sehen wir uns im Livestream. Und natürlich das Video liken. Das Video liken, kommentieren, abonnieren und Leon die Glocke aktivieren. Gut, Kick, und bis zum nächsten Mal.